Ja, hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Ostrony Teil 4 auf unserem Planeten. Ostrony, wie gesagt, 20 Euro, Steam, bla bla, wisst ihr alles bereits. Und zwar haben wir letzte Folge eine Handelsplattform gebaut, die ich heute benutzen werde, denn ich brauche unbedingt... Was? Das gibt's hier gar nicht? Doch, wow, ich dachte schon. Lithium, so. Hier kann man auswählen, was man braucht. Ich brauche zum Beispiel Lithium. Und ich kann jetzt da an den Pfosten ranpacken, was ich denn gerne tauschen möchte. Im Moment brauche ich Titan zum Beispiel für gar nichts. Deshalb packe ich da mal Titan rein. Und da Titan so ein seltenes Produkt ist, ups, wo bin ich da? So, kriege ich auch direkt ein Lithium dafür. Moment, der Stein hier stört mich ein bisschen. Und er will auch nicht weg. Gut, Stein, dann bleibst du da. Ist mir auch scheißegal. So. Ich habe jetzt einen Titan dran gepackt. Kann man noch viel mehr ranpacken, aber das reicht für ein Lithium. Und ich schicke die Handelsplattform direkt mal los. Um zu handeln. Ne? Sehr, 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 sehr geil gemacht, finde ich. Denn so kann man auch Materialien bekommen, ohne jedes Mal suchen zu müssen. Dies, das. Kann man einfach eine Handelsplattform machen. Ich höre hier wieder einen scheiß Sturm aufkommen. Oh, der kommt direkt über meine Base. Ich hoffe, alles ist festgemacht. Ich baue mir hier wieder ein Loch. Diesmal ein bisschen tiefer als letztes Mal. Ah, jetzt war... Ah, okay. Perfekt. Dann harre ich hier kurz aus, bis... der Himmel wieder aufklart und ich wieder raus kann. Hoffentlich nicht erschlagen werde wie letztes Mal. Ja. Ganz schön gefährlich hier. So, mal gucken. Oh shit. Jetzt geht's ab. So. Der Sturm sollte gleich vorbei sein. Das finde ich richtig geil gemacht mit diesem Sturm. So, ich sehe den Himmel schon wieder. Das heißt, der Sturm klart auf. Respektive das Wetter. Ups. Hallo? Ich möchte hier gerne raus. Gucken, dass ich mich hier nicht in den Boden reinbagge. Kein Problem, Leute. Ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Denn ich habe mich einfach scheiße eingebuddelt. Und mich dann quasi zerquetscht. Dann kann das mal passieren, dass man in den Boden backt. Dann am besten einfach irgendwo hinlaufen, wo man wieder rauskommt. In einer Höhle zum Beispiel. Wie ich das gerade gemacht habe. Und dann... geht's auch schon weiter. Ne? Ist ja eine Alpha, deshalb überhaupt kein Problem. Hier kann ich wieder schmelzen. Und die Handelsplattform ist zurück mit meinem Lithium, das ich direkt benutzen kann. Das packen wir mal dahin. Nämlich, um endlich unsere große, wunderschöne Batterie zu bauen, damit wir hoffentlich nie mehr Energieprobleme haben. So, die kann ich jetzt irgendwo hinpacken. Und zwar packe ich die einfach dahin. Ganz einfach. Sobald jetzt überschüssige Energie produziert wird, geht die in die Batterie. Ihr seht hier, die Energie fließt überall hin. Und sobald alles voll ist, wird die Batterie gefüllt.
Zack, ihr seht, die Batterie füllt sich auf. Und ich werde mehr als genug Energie übrig haben für mein weiteres Vorgehen. Denn ich schaue hier, was ich noch gebrauchen könnte. Ein Generator. Das wäre natürlich auch mal was. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht, einen großen Generator. Jetzt haben wir hier Kupfer. Ne, Aluminium. Alles klar. Können wir hier noch einen Kupfer machen. Ist das Kupfer? Perfekt, Junge. Wieso kann ich das nicht nehmen? Ist das Solar im Weg? Oh oh. Ich hab's kaputt gemacht. Shit. Okay. Hm. Ja, schade. Die beiden Kupfer hätte ich gut gebraucht, aber leider nicht. Wir gucken mal, was man hier für Kupfer braucht. Zum Beispiel Malachit würde ich gerne haben. Ich kann bieten Aluminium. Zweimal. Kriege ich zweimal Malachit. Den Deal mache ich doch. Zack. Weg ist sie. Und wir warten kurz, bis sie wieder da ist. Denn dann kann ich meinen großen Generator bauen. Die Batterie ist auch schon voll. Ja, die Batterie spielt keine Rolle, wo ihr die Batterie hinpackt oder die Solarenergie. Denn es sind ja alle Plattformen hier verbunden. Deshalb klappt das auch immer. Jetzt gucke ich mal. Bitte geh nicht kaputt. Was ist denn hier los? Ach so, das hat irgendwie gebuggt, dass da ein nicht fertiges Kupfer hingepackt wurde. Das heißt, ich habe jetzt hier immer ein nicht fertiges Kupferstück. Ist aber auch scheißegal, denn solange ich immer eins bekomme, wenn ich eins reinpacke, interessiert mich das nicht. So, Generator, bitte drucken. So, die Shisha ist auch fertig. Da kann ich jetzt endlich mal in Ruhe reden. Und wir gucken mal, wo wir den Generator denn hinpacken können. Da zum Beispiel. Den kann ich allerdings nur mit Kohle. Oder, das ist jetzt die gute Frage. Wenn ich einen kleinen Generator mache, kann ich den auch mit Pflanzen füttern. Ich will das jetzt kurz mal testen. Und zwar, hier sind es Blumen. Kann ich zum Beispiel mitnehmen. So. Na. Oh Mann. Ach so, die gehen gar nicht. Nur die mit den gelben Spitzen. Diese hier. So, dann kann ich das jetzt kurz mal testen. Ich habe jetzt zweimal organisch. Die kann ich beim kleinen Generator benutzen. Mich nimmt es jetzt wunder, ob ich die auch beim großen benutzen kann. Wahrscheinlich aber nicht. Nee. Alles klar. Dann ist das scheiße, denn den Generator kann ich überhaupt nicht benutzen. Guck ich mal, ob ich vielleicht für diese beiden Dinger Kohle bekomme. Nein. Sind zu wenig wertvoll. Alles klar, dann packen wir doch noch einen Titan drauf. Was? Wie teuer ist denn Kohle bitte? Na gut. Ist ja auch nicht so schlimm. Hauptsache, wir haben jetzt einen Generator. Hier können wir noch ein großes Solarmodul bauen. Brauchen wir aber nicht momentan, denn wir haben mehr als genug Energie.
Ich würde sagen, wir bauen als nächstes eine Fahrzeugdruckerei sozusagen, wo wir unseren ersten Rover bauen können. Und zwar baue ich jetzt in diese Richtung. Harz habe ich natürlich wieder nicht. Aber ich habe ja meinen Kollegen, den Handelskollegen da, ne? Der bringt mir das kurz. Dann kann ich, bis der zurück ist, hier ein bisschen die Welt ein bisschen gerade machen. Damit wir hier ein bisschen Platz haben für die Plattform. Und auch nicht mehr direkt am Hang arbeiten müssen. So, der Handelskollege ist wieder da. Hat mir 4 Harz mitgebracht. Und benutze ich auch gleich. Die Frage ist jetzt, ich brauche 3 Harz. Hier kurz die Dings freimachen. So. Ich mache hier wieder eine Zwischendings, ne? Zack. Wir müssen ein bisschen gucken, dass ihr nicht platzsparend baut, denn Platz ist sehr viel wert in diesem Spiel. So. Nun muss ich hier noch ein bisschen schön rundherum bauen, denn sonst ist das scheiße. Ich muss ja hier irgendwo meine Fahrzeuge hinpacken, bauen können. Deshalb brauche ich hier erstmal ein bisschen Platz. Jetzt habe ich keine Energie mehr. Was? Habe ich die ganze Batterie aufgebraucht oder was? Ohne Witz. Na gut, dann schaue ich doch kurz. Generator, Generator, Generator. Kupfer. Leck mich doch am Arsch mit deinem scheiß Kupfer. Oh. Wir brauchen hier Platz, mein Freund. Ja, so geht das nicht. Also, wir brauchen einmal Fahrzeugbucht, zweimal Aluminium. Habe ich hier noch Titan rumliegen? Ja. Kann ich direkt wieder in meinen Handelskollegen stecken? Denn ich brauche Aluminium. Kriege ich eins dafür. Ich brauche aber zwei Kollege. Wenn ich dir zwei organisch gebe, kriege ich keins. Alles klar, du Penner. Dann halt eben nicht. Jetzt muss ich kurz überlegen, ob ich nochmal in die Höhle rein soll und mir einfach Aluminium hole. Wo war hier der Abgang? Da. Denn in der Höhle, wie gesagt, findet man immer sehr viel geilen Scheiß, unter anderem Aluminium. So. Und die Höhlen sind, wie ihr gesehen habt, nicht klein. Das heißt, ich sollte hier eigentlich ohne Probleme nochmal kurz Aluminium holen können. Leider habe ich aber keine Dinger mehr zum Aufstellen. Deshalb muss ich kurz gucken. Das ist Kupfer. Ich brauche diese roten Stangen. Jetzt haben wir da hinten wieder Gegner. Und ich sehe auch keine roten direkt. Deshalb gehe ich mal kurz auf die andere Seite. Kurz gucken, was hier hinten ist. Gegner sind hier. Das ist nicht gut. Ach so. Zack. Zack. Und den dritten auch noch. Zack. So, du Penner. Habe ich drei Dingens. Jetzt will ich noch kurz um die Ecke gucken. Jetzt noch Energie, nehme ich mit. Jetzt Sauerstoff.
Geil. Nehme ich auch mit. Und hier hat es leider nur diese Kacke. Mann, ich brauche doch nur da. Aluminium. Respektive Aluminium-Erz. Wir haben 4 Slots. Das heißt, ich kann hier kurz so viel wie möglich mitnehmen. Reicht es? Oh, komm schon. Aluminium. Oh, wie geil. Na gut, das reicht. Wir gehen zurück. Scheiße, ich hoffe, ich finde zurück. Oh, oh, Sauerstoff. Ja, hier waren wir, das ist richtig. Hier noch kurz Sauerstoff mitnehmen. Ja. Wir sind richtig. Kurz aufladen und dann nehmen wir noch so ein Dingens mit zum Erforschen. So. Nehmen wir direkt mit, denn die sind immer gut. Müssen wir kurz laufen, kein Problem. Ist ja nicht so weit. So. Dann können wir nämlich auch schon unsere Fahrzeugbucht bauen. Unser Fahrzeugdrucker. Damit wir bald unseren ersten Rover haben. Und nicht mehr so lange rumlaufen müssen. Ne, ich sage euch, mit einem Rover ist das Leben einfach 10-mal einfacher. Ihr werdet es gleich sehen. So. Den hier zum Forschen bringen. Und hier Aluminium. Titan, sehr gut zum Handeln. Aluminium Nummer 1. Und Aluminium Nummer 2. Oh, Vorsicht. Wir haben jetzt, glaube ich, alles gebaut. Außer die Fahrzeugbucht. Die bauen wir nämlich jetzt. Bam. Und ihr seht, sobald diese volle Energie ist, was ich denn alles bauen kann. Einmal einen Rover, einen Truck, den ich erforscht habe. Und ein Shuttle, mit dem ich ins Weltall fliegen kann. Aber wir bauen als erstes mal einen Rover. Dazu brauchen wir wieder mal Gemisch. Das einfachste Material der Welt. Kein Problem, kann ich kurz holen gehen. Respektive hole ich in der nächsten Folge, wenn wir uns den ersten Rover bauen. Ja, wenn ihr dabei sein wollt, dann schaltet einfach wieder ein. Und bis dann sage ich Tschüss und vielen herzlichen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns. Bis dann.